Yo! Was geht ab, Leute? Hier ist der Rob von den Klabusterbären und natürlich der... Der Mike von den Klabusterbären. Der Mikey Bo! Das klingt immer, als würdest du mich hier ne, eine Brise von mir nehmen wollen, so. Oh ja. Weil ich so gut rieche. Nach was riechst du? Also ich rieche nach Hugo Boss. Bei mir riecht es nach stinkenden Eiern. Okay. Weil du dich nach dem Training duscht und wäscht und so. Du lässt einfach gammeln. Ich scheiß auf Waschen. Aber anyway, wir spielen wieder Splinter Cell Blacklist. Schau, der zwängt ihn auch zwischen seine Eier, ey. Oh ja. Er ist dick, ey. Feedback. Ja, um was geht's heute? Heute ist natürlich wieder Klabusterwoche. Freitag. Der Tag, an dem die Welt stillsteht und Wochenende, was war denn das? Friday, getting down. Also normale Menschen machen Party, nicht normale Menschen nehmen... Fun. Die machen YouTube-Videos. Weil heute ist nicht, dass wir schon planen, was wir freitags machen, denn heute ist Freitagabend, also erzählen wir jetzt, was Freitag so abliegt. Jetzt hast du meine ganze... Was denn? Ich wollte eine schöne Geschichte erzählen, was ich Freitag so mache, und dann wollte ich das schön auflösen. Ja, Pech gehabt. Aber egal. Wie immer ohne Konzept dann, halt. Hättest du mir eher sagen sollen. Ja, dann fang halt an. Was machst denn du so Freitag? Was hast du heute gemacht? Was ich so freitags mache? Freitag schlafe ich auch. Ob gestern noch aufgegangen ist? Gestern, was habe ich dir... Also gestern war ich essen... Der Rob hat ja von so einem Masermann oder wie das Essen heißt, gefaselt. Und ich bin dann vor der Uni zum Asiaten gegangen und hab geschaut, weil die haben ja auch sowas mit Kartoffeln, ich wusste bloß nicht, wie das heißt. Und zack, das war halt eigentlich das Gleiche. Ich weiß natürlich nicht, ob es halt so schmeckt wie in Thailand, aber es war auch mit Kartoffeln und Erdnüssen in der Soße. Okay. War auf jeden Fall sehr gut. Magst du Nüsse in der Soße? Ne? Ich mag Nüsse überall. In Soße. Immer was zum Knacken. Ein schwitziger Schweiß. Aber hat sie geschmeckt? Ja, Mann, war sehr, sehr gut. Aber okay. Mir schmeckt eigentlich alles beim Asiaten. Also. Alles, ne? Alles. Geht alles. Weil das trieft halt auch alles in Fett. Und weißt schon, dann geht immer alles. Ich weiß ja nicht, was du mir frisst. Ja. Außer du frisst so die gebackenen Sachen. Nee, also ich esse hier halt immer so das gebratene Zeug halt, weißt schon, und so. Das ist halt schon immer recht fertig meistens. Ich esse nicht so oft das gebratene Zeug. Aber ich stehe drauf, halt so gebratenen Reis und so ein Scheiß, weißt schon. Ja, das gab's dazu nicht. Da gab's nur normalen Reis. Auf jeden Fall, halt jetzt mal dein Maul. So. Ja, danach bin ich dann in die Uni gegangen, ein bisschen abgechillt. Und dann bin ich heimgegangen und hab da weiter abgechillt. Ja, und gestern haben wir irgendwie gar nichts mehr aufgenommen, weil du ja irgendwie 300 Milliarden Sachen zum Arbeiten hast, das kannst du dann selber erzählen. Ja, Mann, das ist ziemlich hässlich. Oh ja, gestern habe ich noch, ich habe jetzt dieses Windows Surface und da war gestern, ich habe jetzt das seit 3 Tagen oder so, habe mich gerade dran gewöhnt, an das Windows 8. Und zack, gibt's gestern Update auf Windows 8.1 und halt mit eigentlich coolen neue Erneuerungen. Aber leider ist irgendwie so eine Messenger-App, wo man alles verbinden konnte, ist jetzt irgendwie weg. Also kann ich jetzt da nicht mehr so cool chatten mit allen Facebook-Leuten und so, wo ich halt die hab. Irgendwie müsste ich jetzt, also jetzt ist Skype dafür drauf, das kann man ja auch mit Facebook verbinden, bloß irgendwie checkt das die Skype-App nicht, dass ich das mit Facebook verbunden hab am PC. Also habe ich da meine Facebook-Freunde nicht. Naja, muss ich halt jetzt die ganzen Apps immer solo aufmachen. Ist halt blöd. Sonst gestern... Was war noch? Donnerstag. Ich weiß nicht mehr, ich habe noch Zelda gespielt. Wind Waker HD. Sneak gespielt. Oh shit, Selfies. Ja, Mann. Klick, klick, klick. Kommt auf Twitter, dann könnt ihr lauter Bilder sehen, die ich mache. Ja, Mann. Link ist unser Negermann, der macht Selfies und Duckface und so. Nee, Duckface kann der nicht. Der kann Grumpy Link machen.
Okay. Kanadas. Kanadas. Wie Kanadas. Wie Kanadas. Ich habe ja schon gesehen, du hast Schweine rumgeworfen und dabei. Ne? Habe ich davon schon Foto gemacht? Vom Schweinewerk? Ja, habe ich schon eins gesehen. Oh shit. Ja, ich habe die schon gut rumgeschleudert. Ja, dann habe ich gestern noch hier Dings Euro-Training gemacht. Schön Trizeus und Brustzeus. Trizeus! Ich habe auch mega Muskelkater wieder. Ja, Mann. Aber das klingt gut. Aber das macht Spaß mit Muskelkater. Nee, mir nicht, Mann. Deswegen trainiere ich nicht mit Muskelkater. Ja, ich trainiere auch nicht mit Muskelkater. Ich mag aber oder auch Muskelkater. Nee, das mag ich überhaupt nicht. Ja, du bist ja auch eine Muschi. Ja, und das war so bei dir. Das war der Donnerstag, oder? Der lief so ab. Ich weiß nicht, ob der so genau geplant war, aber er war halbwegs so, wie er geplant war. Ja. Jo, wie war dein Donnerstag? Ja, mein Donnerstag war so, wie ich ihn erzählt habe, bloß dass ich mir nicht Massaman-Gai reingehauen habe, sondern schön nur Reis mit Hühnchen und dazu mies die Banana Pancakes. Okay. Ja. Ja, und das war's. Arschloch. Und das war's. Training, Wasche. Gut. Ansonsten nichts mehr halt. Nichts mehr. Gisserei. Halt, ich meine halt so YouTuberei meine ich damit. abstinken einfach. Stinken. Daheim und ja, arbeiten natürlich. Gestern hatte ich viel Arbeit noch. Ja, okay, nicht viel, aber so 2 Stunden. Und ja, hat mich ein bisschen ziemlich angelangweilt. Ich wollte eigentlich gestern viel mehr machen, aber dann bin ich zum nichts gekommen. Und dann, ja, dann eigentlich nichts mehr. So cool, geschlafen. Cool. Und ja. Okay. Dann der Freitag ist ein bisschen anders. Ja, wer fängt an? Ja, lass mich doch. Dann also doch. Ihr müsst euch vorstellen, ich wohne ja in Thailand, ne? Und der Freitag sieht halt normalerweise so aus. Ihr wohnt am Strand, ja, am Strand in der Nähe. Stellt euch vor, ihr geht erstmal schön gediegen, macht euch fertig und so, holt euch so ein Papierchen, trinkt ein bisschen was mit Freunden, geht dann am Strand, Lagerfeuer, Gitarre und Meeresrauschen. Das klingt aber nicht nach dir. Und ein fetter Cocktail so. Dazu an der Strandbar, ne? Und vielleicht noch so eine frische Kokosnuss noch daraus trinken und so. Macht mal ein bisschen mit Mädels rum oder mit Jungs so ein Urlaubsflirt mäßig oder keine Ahnung. Und ja, dann genießt man halt einfach den Abend. Und so könnte das ablaufen, aber nein, ich hocke nur daheim am PC halt, ne? Ja, aber du hast ja heute schon Bekanntschaft mit einem Mädel gemacht. Oh shit. Ja, oh shit. Ja, in meinem Fitnessstudio gibt's da so eine Angestellte. Ach, die ist angestellt? Ich dachte, die trainiert da. Nee. Wenn die trainieren würde, wäre es ja noch besser. Oh ja. Aber die ist dann nur angestellt und ist so eine kleine Süße. Und die kann eigentlich, halt, ich dachte mir, die kann kein Englisch, weil die hat immer nicht mit mir geredet. So. Halt, auch wenn ich Englisch reden wollte mit ihr, hat sie nicht geredet. Hat so getan, als ob sie nicht kann. Ja, die und dann habe ich die halt in Facebook hinzugefügt so und auf einmal fängt die voll an auf Englisch mit mir zu schreiben, ne? Und ich denke mir, what the fuck, was ist denn jetzt los, ne? Und dann gleich die erste Frage, die halt so nach wie geht's kommt so, war gleich die erste Frage, hast du eine Freundin? Ich denke mir, what the hell? So kein Wort geredet, jemals. Ja, die kommt dann gleich zum Punkt so. Kommt sie gleich zum Punkt, aber dabei hat die halt einen Freund, weil die immer mit dem telefoniert. Auch während der Arbeit halt da, ne? Mhm. Ist halt voll der chillige Job, ist ja keine Sau da. Und ja, die hat halt einen Freund und mich hat das halt ein bisschen gewundert, dass das gleich die erste Frage war. Und dann habe ich halt gemeint, nein, und dann war sie voll verwundert, dass ich keine Freundin habe. Halt wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so ist, aber die Thais stehen ja auf helle Haut und so. Und vielleicht schaue ich ja für Thai-Frauen attraktiv aus, keine Ahnung. Also ich bin natürlich attraktiv, ne, geile Sau und so, aber ansonsten hat mich das ein bisschen gewundert, dass sie halt selber so verwundert war. Aber da wird da wahrscheinlich nichts gehen. Auf jeden Fall, mein Freitag heute sah aus, ich habe geschlafen bis um 5:30 abends. Habe erst mal gefressen.
Halb sechs PC. abends. Ja. Okay. Und dann erstmal was gefressen, dann PC. Gammeln, dann wieder fressen gehen um 9 oder so. Und PC. Geile So, Scheiße. das ist so ein echt komischer Freitag, weil so war das früher nicht, ne? Früher bin ich immer Nee, wir waren weggegangen doch früher und voll oft weg, ey. immer, Mann, immer. Immer mit meinen Nachbarn und so, meinen Kumpels. Mir ist die Party gemacht und zugesoffen und alles. Ich habe jetzt schon seit 8 Monaten oder so gar keinen Alkohol mehr getrunken. Was eigentlich eine ziemliche Meisterleistung ist. Ich habe ja letztens schon mal erzählt, so 2 Tetrapack Wein für 10 Euro. In einer halben Stunde vernichten. ja, da könnte ich euch Tonnen solche Geschichten erzählen halt. Aber erzähl doch erstmal du von deinem Freitag, von heute. Mein Freitag war eigentlich auch fast so gechillt. Keine Uni gehabt, also nie freitags. Dann bin ich so gegen 12 Uhr mittags leider schon aufgestanden. Als es bei dir dann halb 7 war oder 6 oder so. Und was habe ich denn gemacht? Erstmal PC angehauen, weil wir ja das können. Und dann, was habe ich denn Weil wir gemacht? es können. Was habe ich denn gemacht, ey? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß da nur noch, ich bin dann irgendwann gegen 1 Uhr oder 2 oder so einkaufen gegangen. Ein bisschen Getränke, was zum Fressen fürs Wochenende, damit ich ja nicht mehr aus dem Haus muss. Aber leider muss ich trotzdem morgen nochmal aus dem Haus. Ich muss spenden. Und ja, dann habe ich mich wieder hier in mein Zimmer hier gepflanzt nach Einkaufen. Konsole angehauen, Wind Waker gedaddelt. Ein Okay. paar, zwei, drei, nee, nur zwei News geschrieben. Für eine Seite, die heißt Select Button, falls mal jemand drauf gehen will. .de. Also eine Spieleseite, Newsseite, so ein bisschen neu. Vielleicht wird die immer Okay. größer. Dann übernehmen wir die Welt. Ja, und dann hier mit dir chatten und eigentlich dabei nur Chatterei. Scheiße labern, weil du bist immer nur still, weil du arbeitest oder weil du beschissene Mangas liest und kein Multitasking kannst und da kommt ein verfickter Hund. Hunde! Ja, ich wollte Und erst die Hunde bekämpfen, dann die Shotgun. ja. Hättest du einfach den Das Hund gegen die Shotgun geworfen, hat wenn es gehen Priorität. würde. Ich habe lustigerweise gestern das Wort für Katze gelernt in Thailand. Das heißt Hammer! Und für Hund dann Miau. wow, oder was? Nein, Hund habe ich jetzt vergessen, wie das war. Okay. Aber Miau finde ich ganz schön witzig. Ja, also einfach so jedes Tier nach dem Geräusch, was es macht. Ja. Das wäre lustig, Mann. Ding, warte mal, wie war das? Ach nee, das ist umgekehrt, genau. Was? Ich dachte jetzt gerade, Mu ist Kuh halt, ne? Ja. Oder Rind, aber nee, das ist Schwein, habe ich ganz vergessen. Okay. Was ist dann? Ja, jetzt Ja, du. okay. Ja, jetzt muss ich mal gehen, weil deine Story ist langweilig. Wo war ich jetzt stehen geblieben, Mann? Dann jetzt mit dir chatten, Arbeit, Multitasking nicht Ja, fähig. und dass ich immer nur langweil. Nee, nicht immer nur deine Geschichten. Jo. Und jetzt hocken wir hier und nehmen dieses Video auf. Ja, das stimmt. Das war so der Freitag. Ja, erzähl doch mal, nimmst du auf das Link Zelda Wind Waker? Nimmst du das überhaupt auf? Was ist das für eine Frage? Wenn ich rede beim Zocken nebenher mit dir. Ach so, ja, okay, nimmst es nicht auf. Nee. Ja, wie ist denn das überhaupt? Das habe ich noch gar nicht so gespielt. Und vielleicht interessiert es die Leute auch. Zelda Wind Waker HD Ja, also für du die solltest Wii. dich einfach schämen, weil du es nicht gespielt hast vor 10 Jahren schon mal. Weil du Nee, jetzt so ein ich Zelda-Fan hatte einen bist. GameCube, aber ich war broke. Broke, Nigga! Du hast, als Weißer hast du das N-Wort benutzt. Oh shit, tut mir leid, das war nicht rassistisch gemeint halt, ne? Aber Grüße an Titus, Der Titus. ne. Der schwärzeste Nicht-Schwarze, den ich kenne. Der ist so Der Mokka. läuft. Ja, egal. Auf jeden Fall, ja, erzähl doch mal ein bisschen von Zelda. Was ist denn da die Story überhaupt? Die Story ist, wie in jedem Zelda, Zelda rette retten Link. Zelda. Ach so, okay. Und besiege diesen Ganondorf.
Und die ganze Welt ist da überflutet oder was? Nee, das Ganz ist einfach so eine halb. Welt. Ja, die ganze Welt ist halt auf Inseln. Da sind nur Dörfer auf Inseln verstreut. Du musst halt immer mit dem Schiff rumsegeln. Okay. Von Insel zu Insel. Und ja, es ist halt wie gesagt schon 10 Jahre her, dass es mal rauskam. Auf einem guten GameCube. Da war auch. Ich fand irgendwie diese Cell-Shading-Grafik nie, die hat mich nie angesprochen, so Ja, richtig. das war Ich früher habe immer so ein Hate. King, ich habe auch Ding, wie hieß das Spiel? Das war so ein ähnliches Spiel, hat da halt auch so eine Grafik gehabt. Egal. Auf Ja, jeden was Fall mag denn? ich halt dieses Cell-Shading-Grafik mag ich nicht Ja, das ist so. aber blöd, dass du das nicht magst. Auf jeden Fall. Ja, das war ja schon damals so, so alle, weil da kam halt dieses Video raus zum GameCube, so mit so geiler Grafik Zelda, wo der gegen Ja. Ganondorf gekämpft hat. Und dann kam halt eben dieses Comic Zelda raus und alles, ich will das nicht und bla. Aber das hatte halt eigentlich voll die gute Comic-Grafik, weil das ist halt irgendwie zeitlos. Das veraltet halt einfach nicht Die so. Grafik ist wirklich zeitlos, das kann man nicht sagen. Also Und so das ist diese wirklich. Comic-Animationen und so ist halt voll geil. Sieht aus wie ein Anime und so. Ja, also Und. ich hab halt Twilight Princess dann gespielt auf der Wii. Oder was auf dem, nee, auf dem GameCube habe ich es gespielt. Ja. Und das war wiederum voll korrekt halt, ne? Ja, bist du halt. Also Schau, du langweilst mich schon wieder. Wow. wie? Was da Weiß los? nicht. Ja, wie gesagt, das war damals auch schon so, ja, bla, die wollen alle lieber so ein reales Zelda und dann kam mal das und dann bla bla bla. Aber egal, hat wohl trotzdem genug Leuten gefallen, weil dann gab es ja auch 2DS-Spiele, die in dem gleichen Grafik-Look waren. Das eine war sogar ein direkter Nachfolger von Wind Waker, das mit. Skyward Sword und Ich die rede vom Ding. DS. Ich rede auch vom DS, oder? Skyward Sword Wie ist aber hieß denn GameCube. das? Eine Phantom Shit, Ja, genau, irgendwas? Phantom Phantom. Hourglass. Und wie heißt das andere da, wo man diesen Zug Irgendwas. fährt? Ja, ich weiß auch nicht, wie es heißt. Magic Train Rain, Railroad. Keine Ahnung. Hast du die Boah. gespielt? Ja, das Phantom Hourglass habe ich ziemlich weit gespielt. Bloß dann habe Weil ich ich. habe mir das überlegt, halt downzuloaden, aber dann, ich weiß nicht, ich habe es nie gemacht, weil ich dachte mir, hey, Wenn du das dann muss man. downloadest, möchte ich aber wissen, wie. Also, warte mal, auf Emulator oder was? Oder für dein DS? Emulator, ich besitze natürlich das originale Spiel auch. Ja, weil. Da könnte ich auch nochmal gleich darauf zukommen, weil wegen diesem neuen Nintendo 2DS, da frage ich mich nämlich auch Sachen, die irgendwie gar nicht gehen. Auf jeden Fall, ja, das Phantom Hourglass habe ich auf jeden Fall ziemlich weit Ja, gespielt. aber ist das gut zu spielen? Weil man spielt doch Ja, da irgendwie nur noch per Touch das und ist das ist voll doch gar gut, nicht Mann, das mehr. ist einfach voll gut. Das ist so, Echt? wie wenn du am PC in Diabolo spielst, so. Der Ach läuft dahin, wo du so. hindrückst und wenn du über die Gegner streichst, dann haut er die. Dann. Okay, Das ist cool. richtig gut zu steuern auf jeden Fall. Und es ist halt ein Nintendo-Spiel, das heißt, es tut halt einfach alles, was der DS kann, richtig gut benutzen. Da gibt es so Sachen, da musst du ins Mikrofon pfeifen und so ein Zeug. Und da ist auch ein Rätsel gewesen, da bin ich echt halb verzweifelt, weil ich wusste einfach nicht, wie das geht. Bis ich dann drauf kam. Also du stehst vor der Wand, da ist was drauf und du willst es auf deinem Papier, was du in der Hand hältst, haben. Und die Lösung war halt einfach den DS zuklappen. Da muss man manchmal drauf kommen. Hä? Echt Ja, jetzt? einfach zuklappen und dann hast du es. Jetzt hast du es mir verraten, du Arsch. Ja, du wirst es eh nicht spielen, weil ich, wie gesagt, ich will mal wissen, wie das am Emulator geht, den DS zu klappen. Oder dieser neue Nintendo 2DS ist ja der 3DS bloß ohne 3D. Und Ja. den kann man ja nicht zuklappen. Ja, aber ich wette, Aber warte! für das Zuklappen, das ist ja so wie ein Tastendruck und das kann man in einem Emulator bestimmt einprogrammieren, dass man dafür eine Taste festlegt. Ja, aber das ist bestimmt nicht auf dem 2DS. Und dann möchte ich mal Das wissen, weil weiß der man ja 2DS kann nicht. jedes DS-Spiel spielen, abspielen und dann möchte ich mal wissen, wenn du an der Stelle bist, wie du es löst, weil du kannst ja nicht zuklappen. Vielleicht gibt es auch alternative Wege, das zu lösen halt. Und du Nein. hast keine Ahnung gehabt, weil du ein Noob bist. Ja, genau. Nee, das geht auf jeden Fall nicht. Und es gibt bestimmt noch mehr Spiele, wo Rätsel gelöst werden mit Zuklappen. Die gehen dann alle Okay. nicht auf den 2DS. Und wenn es einer weiß, dann schreibt es in die Kommentare, weil Nintendo Deutschland antwortet mir immer nie auf Twitter. Ich habe das schon 4-mal gefragt, Mann, was da los ist. Die scheißen halt einfach Ja, weil auf ich die hab ihre Benutzer. beschissene Scheiße durchschaut, Mann. Und wenn die jetzt sagen, ja, das geht nicht, dann sind sie einfach gemuttergefickt.
Und vielleicht hast du denen auch Entwicklungsideen jetzt noch gegeben. Ja, dann sollen die mal, keine Ahnung, Mann, sich ficken. Was umsonst geben. Ja, genau. Gib mir das neue Zelda für den DS mit dem DS. Da muss ich keine 220 Euro aushauen. Ja. Auf jeden Fall, ja, und dieses mit dem Train, das habe ich nicht sehr weit gespielt. Ich kann zwar mit dem Zug rumtuckern und so, aber das habe ich dann irgendwie sein lassen. Und das Phantom Das Hourglass hat habe ich nicht dann so nicht mehr Spaß gemacht, oder weitergespielt. was? Ja, ich weiß nicht mehr, dann habe ich wieder eine Zeit lang, das habe ich immer meistens gespielt, als ich Zugfahrten nach Österreich unternommen habe. Ah, Weil ich hatte okay. ja da mal eine Ho. Ja. Und der Robert übrigens auch, zufällig, Ja, fast Mann. zur gleichen Zeit. Und ja, und dann habe ich mal irgendwas anderes wieder gehabt, da habe ich dann Phantom Hourglass eine Zeit lang nicht gespielt, dann wollte ich es wieder spielen, wusste aber nicht mehr, was ich zu tun hatte und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und beim Train habe ich irgendwann auch einfach aufgehört und nicht mehr weitergemacht. Okay, Jo. das werde ich dann vielleicht mal ausprobieren, weil ich habe jetzt, wann ist das? Jetzt Anfang des Monats muss ich nach Malaysia für Visum verlängern und sowas. Und ja, da habe ich halt auch 2, 3 Tage eigentlich so. Und ich muss halt bestimmt 16 Stunden Fahrt habe ich da vor mir halt. Na, Okay. hin bestimmt zu so 8 Stunden und zurück auch nochmal 8 Stunden. Gut, dass ich das Was erfahre. natürlich. Jetzt hat's Was? dann. Gut, dass ich das jetzt erfahre, dann können wir gleich mal 1000 Videos vorproduzieren. Oh shit, das habe ich voll verpeilt, ja. Da hast du recht. Nächsten Monat kriege ich auch Besuch, so 4 Tage oder 5 Tage lang wahrscheinlich. What the fuck? Wer kommt denn Da da? habe ich jetzt, erfahren, so ein paar Kumpels. Okay. Und da müssen wir dann auch nochmal voruploaden wahrscheinlich. Okay. Aber ist ja egal. Aber Zelda-Spiele bin ich immer dabei. Muss ich sagen. Muss ich mal gucken. Halt. Wie gesagt, diese Cell-Shading-Grafiken. Ich fand es halt Halt's immer. Maul, das ist voll gut. Damals hat es mir halt nicht so gefallen, weil ich habe halt zuletzt Ocarina of Time gespielt. Ich meine, der Sprung war ja von Super Nintendo, Comic-Grafik auf N64, dann voll die korrekte Grafik, ne? Schon realer. Und dann auf einmal wieder der Sprung zurück auf diese Kindergra halt, was heißt Kindergrafik halt, auf diese Cell-Shading-Comic-Grafik, ne? Was halt irgendwie scheiße ist, weil man dachte jetzt eigentlich, oh, jetzt wird's richtig real, ja? Und wie du schon gesagt hast, da waren ja auch solche Videos im Umlauf so, oder Bilder, wo Nee, es war ein dann richtiges Link Video mit von Ge Nintendo. war das ein Video? Ja, das war ein Video von Nintendo. Ah ja, okay. Ich glaube, das war wahrscheinlich so das Vorprojekt zu Twilight Princess, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt sind aber schon ein paar Jahrhunderte dann davor. Ja, aber das sah halt schon ähnlich aus, muss ich sagen. Und vielleicht haben die das ja irgendwie dafür verwendet, aber auf jeden Fall sieht man halt diese Bilder und dann sollst du dir so ein Cell-Shading auf einmal reinziehen. Was mich halt voll langweilt. Tja. Ja. Diese Stelle hier habe ich schon immer gehasst, muss ich sagen. Aber hier habe ich sie gemeistert. Ohne Fail, ey. Oder du hast Ohne sie schon Fail. mal Ne, am doch, Arsch? ein Fail hatte ich Ein. doch. Hast du gar nicht mitbekommen jetzt. Nee, Mann. Ah, doch, als du von Malaysia geredet hast, da war der irgendwo. Der Ja, Fail. genau. Wir müssen dann nach Penang. Das ist, glaube ich, die Provinz und die Stadt heißt, glaube ich, Georgetown, wenn ich mich nicht irre. Gut. Gibt's nicht Und noch mal irgendwo auf der Welt in Georgetown? Bestimmt. Kommt mir wie Bestimmt. bekannt vor. Naja, gibt's bestimmt nochmal. Und ich freue mich mal, so auf malaysisches Essen hatte ich noch gar nicht bisher. Und vielleicht sieht man da ja mal was anderes, was man sonst nicht bekommt. Jo. Vielleicht gibt's da eine Xbox. Eine Xbox, das wäre ja witzig. Muss Auf dir jeden eine Fall ist besorgen. das Video ist jetzt, glaube ich, gleich zu Ende. Da kommt nur noch eine Sequenz. Jo, Mann. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir schließen so langsam ab. Was macht ihr so am Freitag? Sagt uns halt, wie lief euer Donnerstag? Was haltet ihr von Zelda und der Cell-Shading-Grafik? Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, kommentieren, Daumen hoch. abonnieren. Sich einen runterschwängeln Jo, schwängeln ist immer gut. und yo, Und jo, Servus. Grimmel radios when it's clear. We get what we needed. Nori was a plant by Sadiq.
Misdirect to keep the U.S. occupied while he hijacks a ship. The next blacklist attack. American fuel. Must be. We have another problem. Sadiq has a second target. Us. Look, about what I said. Skip the apologies. Look, I was out of line. Everyone gets out of line. Who breaks in and out of Gitmo in one night? Not that we can tell anyone. You'll get used to it. Yeah. We're not out of here yet. Briggs, you've got a narrow gap in the patrols. It's now or never. Copy. Our payment just cleared. Shot at some shut-eye before the next stop. You're just lounging on a beach in Cuba, now you're in Mexico. Getting strafed by a patrol boat isn't exactly my idea of R&R. Please tell me you got an update on the ship the engineers hijacked. The airfield staff just packed up and left 5 minutes ago. No warning, no word. Sounds like there's a fight headed our way. We tried to get the drone up for aerial surveillance, but someone's jamming our video feed. We need to get this plane in the air now. We got foot mobiles flanking our position. All right, you three. Fortify here. Lay down suppressing fire. Grim, we can't get airborne if we're under attack. I'll get us prepped for takeoff.